Der Titel klingt ein bisschen komplizierter, wie das Ganze eigentlich ist. Und ich möchte dann versuchen, es in den nächsten 40 Minuten ein bisschen nahezulegen, was wir tun, was wir machen, was wir machen können. Vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Klaus Wesp, ich bin innerhalb der SNB für den Vertrieb in Österreich und in der Schweiz verantwortlich und habe an einigen von diesen Projekten, die wir heute hören werden, auch zu Beginn mitgearbeitet. Kurz zum Unternehmen noch, was vielleicht wichtig ist dabei. Wir sind derzeit etwa 220 Mitarbeiter, sind mit den Hauptsitzen in Heidelberg aus Deutschland in Europa tätig, aber auch in Russland, in USA und in Südafrika. Typische Kundenreferenzen, wie kann man unsere typischen Kunden darstellen? Wer sind unsere typischen Kunden? Das Ding ist verhältnismäßig einfach erklärt. Es sind meistens große Unternehmen, die meist SAP haben oder SAP bekommen werden und die mit ihren Systemen bereit sind, in Bewegung zu sein. Das kennzeichnet eigentlich unseren typischen Kunden aus. Sie sehen, da sind sicherlich ein Firmen drauf, wie zum Beispiel die Siemens, die eigentlich immer in Bewegung ist, was organisatorische Änderungen betrifft und die auch immer mehr daran oder denen es auch immer mehr daran liegt, diese Änderungen dann in der IT zeitnah umzusetzen. Und zeitnah heißt für uns teilweise auch schon vorher. Ich komme dann zu ein paar Beispielen, da könnte man fast sagen, man versucht die Braut zu schmücken, bevor man sie umorganisiert. Das ist vor allem in Österreich im Bankenbereich passiert, wo also hier versucht wird, die Daten für diese Unternehmenseinheit, die man eventuell verkaufen möchte, schon vorher abzusplitten. Gut, was machen wir? Das sind unsere typischen 6 Transformationen, die wir mit unseren Systemen machen und wo wir auch involviert sind in die Projekte, in die Organisationsprojekte eines Kunden. Es sind einerseits Fusionen, Übernahmen, kennt glaube ich ja jeder, man kauft eine Firma oder man fusioniert 2 Firmen und hat dann das Problem, dass die unterschiedlich gestaltet sind. Fangen wir mal mit den Personen an, gehen wir auf die Prozesse, gehen wir dann dahinter auf die Daten, gehen wir auf die IT-Systeme. Da ist so oft die Frage dabei, wer gewinnt, who is the master, welches System soll das zukünftige werden. Auch solche Entscheidungen können wir durch vernünftige Analysen mit begleiten. Und es ist nicht immer so, dass der Lauterste der Master wird. Es kann durchaus sein, dass ein System moderner, besser ist, eher den zukünftigen Anforderungen entspricht. Das Gleiche gilt auch in die andere Richtungen, Ausgründungen, Stilllegungen, Firmenverkäufe. Ist klar, es geht auch in die andere Richtung, eine Firma wird verkauft. Die Siemens hat da zum Beispiel ein ganz einfaches Prinzip. Das Rausschneiden des Firmenanteils ist immer Teil des Verkaufs. Das heißt, die Firma, die verkauft wird, wird automatisch in einem 1-zu-1-Zustand rausgeschnitten und an den Käufer übergeben. Und dieses Rausschneiden, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Ich vergleiche es immer mit einem Handy. Wenn Sie Ihr Handy in der Hand haben und Sie möchten aus 2 zum Beispiel eines machen, was immer passieren kann, mal ein altes, mal ein neues. Überall sind Daten drauf. Wie bringe ich die beiden jetzt zusammen? Wie bringe ich die Namen zusammen? Woher weiß man, dass der Kali vom einen Handy, der Karl Huber vom zweiten Handy ist und solche Themen. Und das Gleiche natürlich auch jetzt bei großen Systemen, bei komplexen Systemen. Überlegen Sie sich, eine typische SAP-Anwendung hat etwa 68.000 bis 70.000 Tabellen. Wenn man jetzt diese Tabellen alle zerschneidet oder zusammenlegen muss, kann das dementsprechend komplex sein. Es kann sich aber auch im eigenen Unternehmen abspielen. Es kann sein, dass man umorganisiert, Abteilungen neu gründet, Abteilungen zerlegt. Sehr oft kommt auch vor, dass man zum Beispiel Serviceeinheiten gründet und die dann aus den operativen Bereichen herausschneidet, als eigene GmbH dann wieder weiterführt. Es soll auch Kunden geben, wo wir dann 5 Jahre später das wieder rückgängig machen. Also es gibt eigentlich alle diese Varianten auch in dem Bereich der Umstrukturierungen. Genauso kann es sich um Harmonisierungen handeln. Da kennt auch jeder das gleiche Beispiel. Irgendwann hat man es wieder mal geschafft, dass Adressen doppelt irgendwo drin sind, egal ob es jetzt eine Adressverwaltung ist oder auch wieder nur das Handy ist und man möchte das einmal wieder harmonisieren, konsolidieren, zusammenfassen. Da zeige ich auch dann 2 schöne Beispiele dazu her. Und 2 eher modernere Dinge dabei, wie zum Beispiel eben Virtualisierungen, Technologiewechsel. Auch die kann man mit Tools vernünftig organisieren, die Zeiten reduzieren und um das geht es ja vor allem dabei. Durch diese vielen internationalen Systeme werden die Standzeiten immer kürzer. Früher haben wir es schön gehabt in Österreich, man hat meistens
in Österreich typische Feiertagslöcher gehabt, die eigentlich üblich waren. Der Nationalfeiertag und eine Woche später Allerheiligen hat immer da schön reinpasst, hat man zwei Versuche für Umstellung. Nur Nationalfeiertag in China ist halt was anderes und sicherlich nicht der 26. Oktober. Also das heißt, diese Tage gelten nicht mehr. Dann haben wir Kunden, die weltweit im Einsatz sind, die weltweit zum Beispiel Coffeeshops betreiben. Da muss man schauen, wann sperrt der Letzte zu, wann sperrt der Erste auf und so weiter. Auch die Nuance, zum Beispiel in der Schweiz ist ein Kunde von uns, die betreiben die Duty-Free-Läden. Jetzt nehmen sie die Duty-Free-Läden wieder her, von Asien bis Amerika. Können Sie sich vorstellen, wann die wirklich jetzt noch eine vernünftige Downtime haben, um hier eine Umstellung zu machen. Gut, was machen wir da? Wir nehmen diese Anforderungen auf und versuchen dann, diese Umsetzung in der IT gemeinsam mit der Fachabteilung zu organisieren. Und das mit Standardwerkzeugen. Das heißt, wir haben Werkzeuge gebaut, die es uns erlauben, diese Funktionen zielgerichtet, projektstrukturiert durchzuführen. Und damit man sich dann als Anwender auf die fachlichen Themen kümmern kann und nicht mehr um das, dass es dann technisch alles funktioniert. Wenn man es ganz einfach betrachtet, könnte man sagen, dass wir es geschafft haben, Business Cases in Tabellen zu übersetzen. Wenn man SAP auf das Tiefste reduziert, was man sich im SAP vorstellen kann, sind es eben diese 60.000 Tabellen. Also muss man nur noch wissen, wo steht was drin. Und genau das ist die Intelligenz dahinter. Das heißt, rauszufinden, bringen wir ein kleines Beispiel, werden es dann später von Rauch, von den Fruchtsäften in Österreich sehen. Wenn Sie einen Kontenplan Harmonisierung machen, dann wissen wir, dass wir im System ungefähr 780 Tabellen angreifen müssen. Wenn wir die jetzt nur richtig angreifen und das System dann wieder einschalten, dann wird es genau auf die Art dann auch funktionieren, was wir auch mehrmals schon bewiesen und gezeigt haben. Und diese Umstellungen, genauso bei Fusionen, bei Übernahmen, die können wir toolunterstützt durchführen. Das bedeutet, wir schauen uns an, wie können wir die Analyse begleiten, welches System macht was, in welchem System spielt sich was ab, welche Prozesse sind dort im Einsatz. Und was wir auch wissen müssen ist, jetzt haben wir zum Beispiel zwei Quellen, wie soll das Ziel aussehen? Und das ist die nächste Frage dabei jetzt. Wie soll das Zielsystem aussehen? Eine der beiden Quellen ist schön, muss aber nicht sein. Es kann auch ein drittes neues sein. Ich komme dann auf ein Beispiel noch hin, wo man sich gesagt hat, wir wollen uns ein neues bauen. Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre mit SAP haben gezeigt, dass wir sehr viel gelernt haben. Wenn wir es heute neu einführen würden, würden wir es anders machen. Und genau diesen Prozess können wir auch mit begleiten, nämlich dieses gemeinsame Einziehen dann in das Neue. Genauso auch, und das ist der große Vorteil dabei, dass wir diese Sachen dann mit historischen Daten machen können und eben revisionsgestützt. Was heißt das jetzt wieder? Das heißt, dass wir diese Umstellungen, ich bleibe jetzt wieder beim Kontenplan, ist ja an und für sich auch, könnte man sagen, technisch ist ja nichts dabei. Nur welcher Prüfer unterschreibt man das, dass ich den Kontenplan rückwirkend ändere? Dass ich zum Beispiel 18 Jahre rückwirkend einen Konzernkontenplan einführe und die alten Konten sind alle weg. Stellt man sich die Frage, darf man das überhaupt? Ist das erlaubt? Und da haben wir eines gelernt in den letzten Jahren, es geht um die Nachvollziehbarkeit. Ja, ich darf. Und genau um das geht es dabei. Und wenn die Prüfer rechtzeitig eingebunden sind, dürfen sie das tun. Das heißt, sie können dann sagen, Konzernkontenplan rückwirkend, obwohl letzten Freitag auf ein altes Konto gebucht wurde, ist der Beleg am Montag auf dem neuen Konto drauf. Und das nachvollziehbar mit Standardsoftware dargestellt. Die Software ist gleichzeitig auch Dokumentation. Das heißt, jede Änderung wird nachvollzogen, dokumentiert und damit sind diese Änderungen auch erlaubt. Wir machen das gleichzeitig auch mit Historie und das ist ganz, ganz wesentlich dabei. Was kann man sagen, okay, warum, wer braucht die Historie? Muss ich auch sagen, gut, oft ist es besser, man lässt sie wirklich weg, aber in den meisten Fällen ist es sinnvoll, ich habe die alten Daten noch. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine Instandhaltungsabteilung ohne Servicemeldungen, ohne historische Belege auf den Anlagen, die müssten ja bei Null beginnen. Und genau für solche Sachen können wir auch durch die automatisierte Übernahme der Daten helfen. So, was machen wir mit Werkzeug unterstützt? Das Ganze ist eigentlich recht einfach. Wir haben unsere Projekte immer in die gleichen 5 Phasen zergliedert und wir beginnen mit der sogenannten Strategie, mit Strategiegesprächen und mit so Röntgenbildern auf Systemen. Wir schauen uns das Ding einmal an, was spielt sich da alles ab
Und dann haben wir vorbereitete Szenarien, die es uns erlauben, dann mit, also Cockpit geführt, dann diese Umstellungen durchzuführen. Da kann man auch nichts mehr vergessen, weil das ist immer das Hauptproblem dabei, wenn wir jetzt von 80.000 Tabellen reden. Gut, greifen wir nicht vielleicht 80, vielleicht greifen wir 1.000, vielleicht greifen wir 20.000 Tabellen an. Wenn ich da die Reihenfolge falsch mache oder was übersehe, dann könnte das nicht fatale Folgen haben. Und genau um das wirklich strukturiert durchführen zu können, machen wir das mit Standardsoftware und mit praxiserprobten Vorgehensweisen in unseren Cockpits, in eigenen Workflows und so weiter. Und wo wir sehr stark sind, das sind auch die Analysenphasen davor. Ich habe zuerst schon gesagt, was hilft mir das, dass ich jetzt einen Kontenplan umstellen will? Die erste Frage wäre natürlich, wenn Sie sagen, wie geht man so ein Projekt an? Wir müssten mal schauen, wie viel haben wir denn eigentlich? Kontenpläne. Wie viele Konten haben wir eigentlich? Wie viele Konten sind gefüllt in den letzten Jahren? Und wenn wir das dann wissen, dann können wir eine Migrationsstrategie bauen. Dann braucht man noch Tabellen, die sagen altes Konto, neues Konto. Die Tabellen spielen wir ein und das sind dann unsere Migrationsregeln. Das bedeutet, wir übersetzen dann diese Business Cases, von denen ich jetzt gesprochen habe, weil ein Kontenplan ist ein Business Case, in Tabellen. Wie wir dann die Tabellen umstellen, das ist dann wieder softwareorientiert durchgeführt. Aber was zu tun ist, muss vorher mit den Anwendern eben zielgerichtet besprochen und überlegt werden. Dahinter laufen die Projekte dann ab, wie gesagt, Cockpit gesteuert bis hin zum laufenden Betrieb. Und dann so ein Go-Live-Wochenende sieht bei uns so aus, dass wir das System runterfahren, dass wir die Migration laufen lassen. Das heißt, wir überführen ein System von einem alten in einen neuen Zustand, dann schalten wir das Ding wieder ein und dann testen wir die Prozesse. Das heißt, wir prüfen im Anschluss an das Migrieren. Der Vorteil ist, dass wir damit wesentlich effizienter, wesentlich schneller sind. Uns ist egal, ob es sich bei den migrierten Daten um Stammdaten, Bewegungsdaten oder irgendwas handelt. Wir kennen nur große und kleine Tabellen und die müssen wir migrieren. Und in der Reihenfolge ist es auch egal. Wir müssen hinten noch alles fertig haben und dann schalten wir wieder ein. Und das ist der Unterschied zu normalen Migrationsstrategien, wo ich schrittweise Daten reinspiele und beim Reinspielen gleich schaue, geht nicht. Brauchen wir nicht. Damit können wir wesentlich effizienter und schneller sein. Wir sind derzeit, was Migrationen betrifft, ungefähr bei 4 Stunden pro Terabyte. Also das heißt, hier kann man schon dementsprechende Daten bewegen. Wenn man sich mit einem System mit 30 Terabyte zusammenkommen, ist immer noch ein Wochenende zu kurz, aber da gibt es dann auch Methoden dafür. Gut, typische Szenarien, die vorbereitet sind, sind Systemzusammenführungen, Konsolidierungen oder die andere Richtung, die Trennungen oder Abspaltungen. Genauso Harmonisierungsprojekte, die Themen sind ja eigentlich immer die gleichen. Gut, beim Kontenplan könnte man theoretisch sagen, wenn ich es einmal gescheit gemacht habe, sollte er eigentlich das erste und letzte Projekt gewesen sein. Aber es gibt ja auch wieder neue Umstellungen. Vielleicht müssen Sie später dann auf amerikanisches Recht umstellen. Dann kommen wieder neue Konten dazu und so weiter. Dann gibt es genauso auch Fremdsystemmigrationen, also Legacy-Migrationen, Archivmigrationen. Auch das kann vorkommen. Ich habe Daten bereits archiviert. Was mache ich dann mit denen? Oder auch Übersetzungen, das heißt, ich habe einfach nur Sprachübersetzungen vor, wo ich hier versuchen möchte, mein System international zu machen. Passiert vielen Unternehmen, die eher lokal gedacht haben und dann später draufkommen, dass sie eben doch jetzt wachsen und auf einmal kommen slawische Sprachen dazu, es kommen osteuropäische Sprachen dazu, es kommen vielleicht asiatische Sprachen dazu. Oder, bleiben wir wieder IT, es kann auch sein, dass Sie einen Technologiewechsel machen wollen, Plattformwechsel, einen Hostingpartnerwechsel, Sie suchen sich einen neuen Hostingpartner, wollen ausziehen und so weiter. Oder was wir auch können, da sind wir aber nicht ganz so fein, das sind dann Testdaten. Da geht es ja meistens darum, schnell vernünftige Daten zu bekommen. Und da können wir dann, ähnlich wie auch bei den Produktivsystemen, Daten aus Systemen rausschneiden und zum Testen anonymisiert bereitstellen. In reduzierten Datenbeständen, weil wenn Sie große Systeme haben, sind die oft nicht mehr so einfach zu bewegen. Und jeder kennt, wie diese typische Testdaten erstellen, was macht man, kopiert. Der Nachteil ist, man hat alles, wenn man es kopiert hat, hat es nicht anonymisiert und dann lässt man vielleicht Leute drauf zum Testen. Produktiv dürfen Sie nicht einmal reinschauen, aber im Testsystem dürfen Sie alles tun. Passt Ihnen nicht ganz zusammen. Also hier sollte man sich auch überlegen, wie gehe ich dann damit um? Ja, wie mache ich das dann? Und da können wir auch Regeln schaffen, wie man Testsysteme anonymisiert dann übergeben kann.
Gut, hier noch einmal die Trennung jetzt in Business und IT-Level. Hier sehen Sie typische Business-Regeln, die eigentlich jeder versteht. Es gibt Harmonisierung von Geschäftsabläufen, es gibt Harmonisierung von Organisationsstrukturen oder Harmonisierung von Daten. Das sind die gleichen Probleme, mit denen eigentlich jede IT zu kämpfen hat oder jede Fachabteilung zu kämpfen hat. Irgendwann haben sie Dubletten eingeschlichen, irgendwann sind einmal Lieferanten doppelt drinnen und irgendwann möchte man es vielleicht einmal wirklich bereinigen. Oder man schleppt Materialien seit Jahren mit, die es nicht mehr gibt und die gehören schon lange einmal raus, geht aber schlecht, die kann es schlecht löschen. Also wie kriege ich die Dinge wirklich raus? Und genau um diese Themen geht es bei Geschäftsdatenharmonisierung. Und ich glaube, Org-Strukturen brauche ich nicht näher erläutern. Um Organisationen hat jeder von Ihnen, glaube ich, schon genug mitgemacht. Im IT-Level geht es darum, zu vereinheitlichen. Wir haben viele gewachsene Systeme vor uns auf dem Markt, wo es einfach darum geht, dass der Kunde in den letzten Jahren sich eine Vielfalt von Systemen gebaut hat. Ein Entwicklungssystem für Amerika, eins für USA, vielleicht von Nordamerika, Südamerika getrennt, eins für Europa. Ich kenne zwei Banken in der Schweiz, die haben da noch einiges noch für London und alles, was auf den Inseln unterwegs ist und so weiter. Also hier kann auch sehr viel gewachsen sein und natürlich könnte man damit Kosten sparen, um das zu reduzieren. Und auch das können wir natürlich, indem wir Systeme vergleichen, schauen, wo die Unterschiede sind auf einer technischen Ebene und dann versuchen, diese Systeme zu harmonisieren, um den Wartungsaufwand zu reduzieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund für diese technische Reduktion. Also in Österreich sagt man Boxen sparen dazu, also das heißt Blech sparen, Kisten einsparen, EDV, Systeme zu verringern. Ja, was hilft es, wenn ich das Ganze jetzt standardisiert mache? Der große Vorteil ist, die Methodik ist geprüft, die ist auch zertifiziert und die gibt mir die Möglichkeit dabei, Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, mit Umstellungen, mit Standardregeln selber dann genauso von diesen Erfahrungen zu profitieren. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von Standardvorgehen und Standardsoftware. Ich muss den Fehler nicht nochmal machen, wenn andere ihn auch schon einmal früher gemacht haben oder erkannt haben. Oder genauso können wir unsere Kunden darauf hinweisen, was man besser nicht tut. Ja, also es ist bei vielen dieser, ich habe es erst angesprochen, Carve-Out-Projekten oder wie sie auch heißen, dieses Rausschneiden und Verkaufen, könnte man theoretisch sagen, naja, das kann ja jeder, oder? Kopieren wir und dann löschen wir halt das weg, was wir nicht mehr brauchen. Jetzt versuchen Sie mal aus einem SAP-System ein bisschen was wegzulöschen. Ja? Und das soll aber dann nur funktionieren. Das ist genau die Frage dahinter. Und wenn ich jetzt einen Verkauf mache und verkaufe damit vielleicht auch Know-how, verkaufe damit auch Rechte oder Patente, dann ist die Frage, wie viel darf ich denn überhaupt mitgeben jetzt an Daten? Ist eine Stückliste schon zu gefährlich? Ist ein Materialstamm schon zu gefährlich? Oder darf ich das mitgeben? Meistens fragt man nicht, weil man nicht weiß, wie man es löschen kann vorher, also wird es halt kopiert. Aber das kann man wesentlich effizienter machen. Und das ist auch das, wo wir Erfahrungen gemacht haben, wie man dann mit so Konsolidierungs- und Carve-Out-Projekten umgeht. Der Vorteil bei den Belegen ist, wir nehmen die Historie mit. Also wenn Sie schon einmal irgendwo eine Einführung gemacht haben, dann geht man normalerweise so um, dass man also die Stammdaten versucht reinzubringen und dann den Startpunkt zu definieren, ab heute geht's los. Die Historie ist dann meistens weg. Was wir machen ist, wir drehen das Spielchen um und wir übergeben die Daten auf Tabellenebene und tun so, als ob das immer schon so gewesen wäre. Das bedeutet, damit können wir die letzten Jahre mitnehmen. Ich bringe es immer an dem einfachsten Beispiel, das jeder versteht. Eine offene Bestellung zum Stichtag wäre ein Beleg, den es offiziell ja gar nicht gibt. Weil eine offene Bestellung ist eine Differenzrechnung. Irgendwann habe ich was bestellt, habe einen Teil davon geliefert bekommen und der offene Teil ist die sogenannte offene Bestellung. Wenn ich Stichtagsübernahme jetzt einführe, passiert Folgendes. Ich erzeuge eine neue Bestellnummer mit einem Differenzwert, den keiner kennt, die Nummer, die keiner kennt und ich muss mit der dann weiterarbeiten. Und wann dann die Rechnung für das Ganze kommt, kennt sie niemand aus, weil die Hälfte ist im alten System und die Hälfte ist im neuen System. Wir spielen die Bestellung rein, wie sie ausgesehen hat, nämlich direkt in die Tabellen. Das heißt, Originalbestellung, Originalnummer, Wareneingang und wenn ich dann reinschaue, sehe ich, was heute noch offen ist. Und damit passt es wieder zusammen. Das sind historische Belege, die Sinn machen, die wirklich Sinn geben hier bei der Übernahme von Daten. Ja, ein paar Beispiele dazu, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. Ein bisschen was ist eh schon vorher im Vortrag gekommen. Typische Beispiele sind zum Beispiel Konsolidierung der ERP-Landschaft. Ich habe jetzt einfach jetzt mal die ABB Schweiz genommen. ABB hat begonnen, vor wenigen Jahren die europäischen Systeme zu konsolidieren. Das bedeutet, die Systeme technisch und fachlich zusammenlegen.
Beim Zusammenfahren habe ich ja immer die beiden Möglichkeiten. Technisch heißt, hinten noch sind es weniger Kisten. Und fachlich heißt, hinten noch arbeiten alle Länder gleich. Das ist der große Unterschied dabei. Ist aber ein riesengroßer Unterschied in der Anforderung, im Anforderungsprofil an das Projekt. Einmal kann ich der IT sagen, legt es mir das alles zusammen und dann habe ich nur noch ein Rechenzentrum oder ich gebe es einem Hosting-Partner und muss man nicht um die Prozesse kümmern. Wenn ich aber die Prozesse mit analysieren möchte, muss ich mit meiner Fachabteilung reden. Das bedeutet, es kann so weit kommen, dass man halt versuchen muss, den Vertrieb oder die Vertriebsprozesse europaweit zu harmonisieren. Weil es geht schlecht, dass jeder anders arbeitet. Ich bin zwar überall drauf, jeder arbeitet anders, wird nicht funktionieren. Auch Daten muss ich harmonisieren. Ja, also es wird Firmen, die wird es doppelt geben, Konzerne, die wird es doppelt und dreifach geben. Mit denen muss ich dann umgehen, lernen und sagen, wer gewinnt. Ich habe selber mal einen Workshop moderiert in einem Krankenhaus, da ging es darum, drei Apotheken zu harmonisieren. Und wir haben da Monate gebraucht, bis sich die Apotheker auf eine Lagermengeneinheit geeinigt haben. Der eine wollte immer ein Stück, der andere immer Packung haben. Aber in einem konsolidierten System gibt es halt nur eine und die muss ich annehmen. Und genauso geht es dabei. Das heißt, da muss ich versuchen, dieses Problem zu lösen. Wenn wir gesagt hätten, wir legen es technisch zusammen und lassen jeder weiterarbeiten, wie er ist, hätten wir das Problem nicht gehabt. Aber der Nutzen ist ja auch viel geringer. Der Nutzen kommt ja erst dadurch, dass alle jetzt die gleichen Daten haben, alle mit den gleichen Bestellungen, gleichen Lieferanten und gleichen Prozessen arbeiten. Dass jetzt zwar weniger bestellen dürfen, ist ein anderes Problem, das lassen wir lieber weg. Jetzt darf nur noch einer die Geschenke entgegennehmen. Aber das ist, war sicherlich auch ein Grund, warum es früher mehrere gegeben hat. Aber in diesem Fall zum Beispiel ging es darum, ERP-Systeme, also Systeme, wo sich wirklich die Produktion abspielt, darauf zu harmonisieren, Daten zu harmonisieren. Und das haben wir mit unseren Tools zusammengefahren. Jetzt in so einem, früher haben wir viele Rollout-Projekte gemacht, jetzt können wir vielleicht Roll-In dazu sagen, also wir holen die wieder zurück in ein zentrales System herein. Das war ein Beispiel ABB. Das habe ich schon kurz erwähnt, sehr, sehr interessantes Projekt, geht auch schnell, war ein 12-Wochen-Projekt. Hier ging es darum, die Kontenpläne in 72 Gesellschaften in 12 Ländern auf einen zentralen Kontenplan zusammenzufahren. In dem Fall geht es um einen Fruchtsafthersteller in Vorarlberg und unsere Aufgabe war eben dann, das umzusetzen. Das Schwierigste, bleiben wir dabei, die schwierigsten Themen würde man jetzt gar nicht vermuten. Gut, das eine kommt man vielleicht drauf. Das Schwierigste war, den Konzernkontenplan zu bauen. Das heißt, aus 12 verschiedenen Kontenplänen in 72 Ländern die Konten zu finden, die man wirklich braucht und dann diese Überleitungstabellen zu definieren. Das sind ganz normale Excel-Tabellen. Altes Konto, neues Konto für diese Firma. Mehr war das nicht. Das Einfachste war das Technische, das haben wir gemacht, das ist nämlich das Zusammenspielen und ändern dann diese Konten. Da kann man vielleicht ein paar Sachen prüfen, passen die überhaupt zusammen, geht es? Mehr ist da eigentlich von unserer Seite her gar nicht zu tun gewesen. Und der dritte Punkt, wieder eins der schwierigsten Themen war, wie bringe ich jetzt meine Wirtschaftsprüfer in zwölf Ländern an einem Samstagnachmittag zu einer Unterschrift, dass sie mir das System auch abnehmen. Und das sind einfach die zwei Themen. Also das davor und danach hat sich eigentlich das Hauptprojekt abgespielt, der technische Weg in der Mitte ist Standard. Und da ist der große Vorteil in so Projekten, wenn ich mich auf das Mittlere verlassen kann, kann ich mich auf diese Themen davor und danach konzentrieren als Unternehmen und habe dann einen Partner, der mir das technisch in der Mitte einfach umsetzt. Natürlich mit unseren Erfahrungen. Natürlich haben wir gewusst, dass die Prüfer ab dem ersten Tag dabei sein müssen, dass es keinen Sinn hat, dass wir zuerst umstellen und dann in Tschechien fragen, ob die einverstanden sind damit. Das kann nicht funktionieren. Ja. Die waren ab dem ersten Tag mit dabei, die haben das Konzept unterzeichnet, das Konzept abgenommen, die erste Testmigration abgenommen und waren am Go-Live-Wochenende auch im Unternehmen und haben die Berichte und die Bilanzen abgenommen. Das ist ganz, ganz wesentlich dabei. Dass man da vorher viel Überzeugungsarbeit braucht, ist, glaube ich, an jedem klar, weil es ist schwer, natürlich, wenn man irgendwo hinkommt und der Prüfer sagt, in Tschechien geht es nicht. Ja, wenn man mal draufkommt, warum es nicht gehen sollte und wenn man das dann weiß, kann man die nächsten Schritte setzen. Aber ich kann Ihnen versprechen, es geht. Also ich habe kein Land gefunden, wo es nicht geht und am zähesten waren die Italiener, was man vielleicht auch nicht vermuten würde, aber dort war es sehr zäh, die haben am längsten gesagt, dass es nicht geht. Aber es ist dann auch gegangen und wie gesagt, Gesamtprojektlaufzeit ungefähr 18 Wochen. Was kommt noch? Was ist auch neu auf dem Markt derzeit? Was viele Unternehmen machen wollen, Anforderungen im Bereich Personal. Das hat man vielleicht früher gar nicht so dran gedacht, weil man gesagt hat, okay, hauptsächlich die Mitarbeiter kriegen ja Geld. Welches Personalsystem in dem Land funktioniert, ist mir nicht ziemlich egal. Wo kommen die Anforderungen her? Die kommen nicht aus der Abrechnung, sage ich gleich dazu. Die kommen aus ganz anderen Themen daher. Wir haben Kunden wie BMW, wir haben Kunden wie ThyssenKrupp, die wollen wissen,
wie die Qualifikation der Mitarbeiter weltweit aussieht. Die wollen wissen, ob sie einen englischsprachigen Vorarbeiter haben mit einer Qualifikation, den man vielleicht auch in Südamerika einsetzen kann. Genau um diese Themen geht es. Es geht um Entwicklungsprojekte, Talente im Unternehmen finden, Talente zu verwalten. Und wenn das jeder selber macht, findet man die nicht. Wenn man nicht zufällig kennt, kommt man gar nicht auf die Idee. Und um dieses geht es hauptsächlich bei diesen Transformationsprojekten im Bereich Personal, Zusammenlegung von Personalsystemen weltweit, um diesen Nutzen dann wirklich lukrieren zu können. Das ist der wesentliche Bestandteil. Die Abrechnung spielt das kleinste Problem. Und dass man die Gehälter vergleichen kann, ist auch nicht so wichtig. Und das geht es eigentlich gar nicht. Es geht wirklich um die qualitativen Themen im Personalbereich. Um Personalprozesse, Beschaffungsprozesse, Recruitingprozesse und auch um die Qualifikationsprozesse. Fällt IT, eines meiner Lieblingsthemen, sehr, sehr interessant. Auch eine Zusammenlegung von weltweiten Systemen. Und insofern interessant, weil es eine Kombination von Carve-Out und von Merge ist. Jetzt können wir sagen, okay, warum schneiden wir auseinander und bauen wieder zusammen? Ganz einfach aus dem Grund, Voith hat immer schon die Strategie gehabt, weltweit SAP einzusetzen. Allerdings hat man, wie es eben war vor 20 Jahren, was hat man gemacht? Man hat dann überall so ein SAP-System hingestellt. Also eines für St. Pölten, eines für Ravensburg, eines für Krefeld, eines für Heidenheim, ein System für Sao Paulo. Warum? Ja, war klar, eine Standleitung nach Brasilien hätte man sich vor 20 Jahren nicht geleistet, hätte niemand gemacht. Aber damit sie das gleiche System verwenden, kriegen die auch ein SAP-System. Dann hat jeder Standort sein System ausgebaut, also alles draufgegeben. Wenn es einen Standort gegeben hat mit Papiermaschinen, mit Getrieben, mit Turbogetrieben und was, nicht, was sonst noch am Standort produziert werden könnte, dann haben die das und Turbinen zum Beispiel zusammengelegt und dann noch die Service GmbH dazu und die Kantine dazu. Und das alles auf ein System drauf. Klingt logisch, ist ja klar, ist ja da, kann ja verwendet werden. In den letzten 10 Jahren ist man dann draufgekommen, dass das zwar schön ist, aber dass es viel effizienter wäre, wenn die gleiche Produktionslinie, das gleiche Produkt, wie zum Beispiel die Papierindustrie, die Papiermaschinenherstellung, in einem gemeinsamen System wäre. Und unsere Aufgabe war jetzt, das zu tun. Das heißt, aus jedem dieser Systeme, Standardsysteme, dieses Scherzerl, für in dem Fall hat das System dann SAP for Paper geheißen, rauszuschneiden und in das zentrale Template einziehen zu lassen. Und da wird es dann komplex. Da oben steht irgendwas von 650 Regelwerke, kann man sich vorstellen. Stellen Sie sich vor, jetzt holen wir Standorte ab, die sind unterschiedlich gewachsen, in unterschiedlichen fast Jahrzehnten gewachsen und die müssen jetzt in ein neues, modernes System einziehen. Das heißt, das Neue war nicht das Modernste, war genau für das auch konzipiert und unsere Aufgabe war, jeden abzuholen, wo er war und in das Zentrale einziehen zu lassen mit historischen Daten. Das heißt, wenn Sie heute in das System reinschauen, sehen Sie eine Papiermaschine, die vor 15 Jahren gebaut wurde, mit den modernsten Einstellungen heute ausgeliefert. Also eigentlich vor 15 Jahren ausgeliefert, aber heute ist im System genauso drin. Also das heißt, mit historischen Daten, die Historie wurde umgewandelt in die neuen Strukturen. Auch das ist alles machbar. Wie gesagt, ich bin wieder dort, übersetzen müssen Sie nur einen Business Case in Tabellen. Sie müssen wissen, was in die Tabelle rein muss und dann können Sie es auch tun. Ja, ein Projekt aus dem letzten Frühling, Oerlikon. Oerlikon ist in der Schweiz ein Konzern, der stark auch in Bewegung ist, hat in den letzten Jahren begonnen, gewisse Sparten wieder abzustoßen. Das Oerlikon gilt für mich als ein Beispiel. Wir haben in Österreich im Volksbankenkonzern sehr viel davon gemacht, wo es darum geht, ich verkaufe einen Unternehmensteil, schneide diesen Teil raus, übergebe diesen Teil an einen neuen Eigentümer, in diesem Fall war es die TEL in Tokio, und der soll dann ab dem Stichtag weiterarbeiten können. Diese Projekte sind sehr interessant, weil die gibt es nach vorne und nach hinten. Was heißt das wieder? Es gibt rückwirkende Firmenverkäufe. Das heißt, rückwirkend zum 1.1. soll verkauft werden. Und das aktuelle Jahr soll schon mit. Es gibt solche Projekte auch nach vorne. Da wurde im Verkaufsvertrag der Stichtag des Verkaufs definiert. Und den müssen wir jetzt punktgenau erreichen. Wir haben das jetzt gerade bei einem Folgeprojekt, wo wir diesen Verkauf, in dem Fall ist es ein Tiroler Unternehmen, verkauft einen Unternehmensteil und der Verkaufstermin wurde mit 2. Juni fixiert. Das heißt, wir schalten am 31. Mai ab, haben den 1. Juni und am 2. Juni müssen das 2 Systeme sein. Und beide müssen funktionieren und wir dürfen nicht zu viel und nicht zu wenig mitgeben. Also das zu wenig wäre, dass es dann nicht funktioniert und das zu viel war, dass er Know-how kriegt, das gar nicht ihm gehört.
Und genau das zu zerschneiden, ist jetzt diese Aufgabe, eben Regeln zu finden, wie erkenne ich, was rauskehrt und was nicht. Und das ist die Aufgabe von dieser Art von Systemtrennungen. Wieder gleiches Prinzip, wir haben unsere Analyseprogramme, schauen uns an, was alles da ist. Kunde erklärt uns die Geschäftsfälle, die dann der Neue machen soll. Und wir entscheiden dann, welche Daten der mitkriegt. Und ob er dann eine volle oder eine leere Buchhaltung kriegt, ein volles oder leeres Rechnungswesen kriegt, aber dann mit und ohne Lieferanten übersiedeln darf, ist dann Teil des Vertrags. Und das führt dazu, dass wir schon frühzeitig jetzt mit unseren Kunden in diese Geschäfte eingebunden werden, um teilweise die Verträge mitzugestalten, weil so oft steht das gar nicht so genau drinnen, weil es vorher ja keiner gewusst hat. Und wenn es aber dann soweit ist, dann steht man da und dann ist die Frage, was dürfen wir denn überhaupt, ja? Was dürfen wir denn dem überhaupt mitgeben? Gebe ich zu viel Wissen mit, wenn ich ihm alle meine Materialien mitgebe? Und genau diese Fragen zu beantworten, um die geht's da. Darf ich ihm meine Lieferantenkonditionen mitgeben? Darf ich ihm alle Preise mitgeben, die ich habe? Oder nur die aktuellen oder gar keine? Das ist die Frage dahinter. Zu welchem Preis kauft er die Anlagen? Soll er die Anlagenhistorie mitbekommen oder nicht? Oder nur zum Stichtag, dass er es heute gekauft hat? Und ab morgen kann er arbeiten damit. Genau das sind die wesentlichen Fragen in diesen Projekten, die es aber für uns auch sehr spannend machen, muss ich dazu sagen, weil wir natürlich das technisch können, aber es ist das Miteinander zwischen dem Business, das definieren muss, was es will, wir mit unserer Technik, die Software dafür haben, um das Ganze auch umzustellen, und unsere Kunden. Was wir auch machen, muss ich ganz Wesentliches noch für Sie dazu sagen, ist, dass wir auch Kunden, die Software natürlich auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt viele Projekte erwähnt, wo wir das Projekt machen. Die Software ist Standardsoftware, kann man kaufen, kann man mieten, kann sie selber einsetzen, was auch große Unternehmen machen. Das heißt, eine Siemens zum Beispiel macht mit unserer Software die Umstellungen inzwischen selbst, weil es eben die Menge schon erreicht hat, um das auch zu tun. Andere Unternehmen, die einen Wiederholfaktor in ihren Projekten haben, machen das auf die Art genauso.